im Gleichbild. Aus! Servus die Mauer und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ich bin da bei einer Löswand. Da war ich schon mal da. Man denkt, da wollen wir wieder her schauen, was los ist, was sich verändert hat. Und ja, schaut natürlich saugeil da alles aus. Wahnsinn. Mein Kleckerl habe ich auch schon gesagt, passt mir jetzt auf. Bärlauch wird sowieso bald dahin sein, aber da wischt man ja keine mehr Kleckerl. Ja, ich werde mir da jetzt irgendwo einen Platz suchen, wie man es nur ein bisschen gemütlich machen. Bin jetzt circa ja, 3 Stunden gegangen bis daher und will man es jetzt einmal gemütlich machen. Also, bis gleich. Ja, da sieht man schon, da ist was ausgebrochen. Oder hat es wer ausgebrochen, kann ich nicht sagen. Und wie gesagt, die sind da hergekugelt, so wie es ausschaut. Ja, da liegt einer und der Duft. Wahrscheinlich von da oben rausgerissen, dann sei er da von der herunten. Ja, da war Meckel. So ein besonderes Video, würde ich mal sagen. Nicht ein paar Szenen schnappen mit auf. Aber heute nur die Action kommt dabei. Extrem leichtes Gebäck. Ja, da sind auch Spinnweben drin. Ich bin mir nicht sicher, ob der noch benutzt wird. Ja, ich glaube, ich habe da ein bisschen Platz gefunden, wenn wir schnell ein Käfchen machen. Wenn wir da ein bisschen frei machen. Dass ein bisschen sicher ist. Ich habe heute den Evanju wieder dabei. Es hat auch heute eine Stunde geregnet, also
klar, das ist immer noch alles trocken, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber da werde ich natürlich extrem aufpassen, wie immer. Ja, ein schnelles Käfchen und dann schaue ich weiter. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich bin jetzt so wenig dabei, dass ich noch mehr Feier mit habe. Hergerichtet hätte ich mir schon alles. Ein bisschen ausgehoben, alles sicher, aber niente Feuer. Ja, c'est la vie, wie der Franzose sagt, ist halt so. Pack mal wieder zusammen und trinke meinen Kaffee dann daheim. Ah, ich muss mal meine Rücksäcke ein bisschen herrichten, dass überall ein paar Streichhölzer drin sind. Das werde ich gleich machen, wenn ich heimkomme. Ja, was so ist, war ein Pech. Na ja, schauen wir wieder zu. War es halt. Ja, Schalim, Schalecht. Hat natürlich auch gleich die Stimmung in Köln. Hoppala. Ah, Spaß. Ich sag dringend, wenn ich daheim bin, ist vielleicht eh sicherer, da kein Feuer machen. War vielleicht eine weise Vorhersage, dass ich kein Feuer mitgenommen habe. Ja, jetzt gehen wir schon langsam wieder in den Wald zurück. Ja, da vor mir ist ein Wildpfad, den werde ich jetzt ganz einfach einmal folgen. Der fügt sicher zum Weg aus. Schauen wir mal. Schöner dichter Wald ist das da. Ja, wie heißt es so schön? Manchmal hat man Pech, da hat man einen Klick auch keins. Und schaut mal, der Wildpfad. Fährt genau auf dem Weg. Okay, der geht zwar da drin weiter, aber blöd sind die Viecher nicht. Ist halt einmal ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Dafür habe ich einen wunderschönen Ausblick auf etliche Windrauen. Den Burgenland kann man von da jetzt gar nicht sehen, da müssen die auf den Berg. Da hinten sind auch noch etliche, also wie gesagt, wenn ich am Berg umstehe, sicher auf gut 500 Windrauen. Ja, Freunde, wie ihr seht, ich bin in der Zwischenzeit wieder beim Auto. Bin am Weg heim. Daheim werden wir ein gewaltiges Käfchen machen. Was heißt ein Käfchen? Eine ganze Barön voll, eine Fasel voll. Und einen Kuchen gibt es auch daheim, so einen begehbaren Pfandl. Das wäre jetzt dann in mich reinschieben. Ja, es hat ja trotzdem Spaß gemacht. Hat mir gefallen. Und ja, es kann nicht immer alles passen. In dem Sinne sage ich einmal danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Gesund bleiben, Freunde. Und Servus die Maulen. Pfiat euch die Buben.